Was fällt dir auf? Wie oft überschneiden sich die gleichen Herausforderungen, Problemstellungen? Was sind denn so die Dinge, die du dazu noch erlebst zu dem Thema? Genau bei mir funktioniert es jetzt nicht. Er sagt, brauche ich auch alles gar nicht, ne? Weil das funktioniert ja auch. Wenn man irgendwelche neuen Ideen mit einwirft, neue Möglichkeiten. Ja, oder ich habe es ja schon gemacht. Ich habe es ja schon gemacht, aber dann ist ja die Frage, was hast du denn überhaupt gemacht? Herzlich willkommen in einer neuen Podcast-Folge Immolution Podcast. Heute mal im Dreiergespann unterwegs. Ein geiler Gast, Marat. Wie geht's dir? Alles gut? Ja, mir geht's super. Schön dabei sein zu können. Tipptopp. Wer er ist, sage ich gleich noch ganz kurz was dazu. Du bist am Start wie immer. Dich werde ich nicht los. Genau. Genau, nein. Der Marat ist Strategieberater bei uns. Sehr erfahren in dem, was er tut. Zusätzlich natürlich auch ein sehr geiler Typ, spricht täglich mit sehr, sehr vielen Immobilienmaklern, berät die Leute, die bei uns ein Erstgespräch buchen. Macht deutlich mehr Sport als wir. Genau, macht deutlich mehr Sport als wir. Brauchst gar nicht dein Pullover so ein bisschen zu erweitern. Topfitter Mann. Genau, wie geht's? Alles gut? Ja, super, ja. Danke. Top. Dann erzähl doch mal, du bist ja jetzt tagtäglich in Gesprächen mit Immobilienmaklern. Was fällt dir auf? Wie oft überschneiden sich die gleichen Herausforderungen, Problemstellungen? Genau. Ja, also in der Regel ist es eigentlich sehr, sehr häufig der Fall, dass sich die Probleme bei den einzelnen Maklern überschneiden. Also es sind halt in der Regel immer dieselben Dinge. Und ein ganz, ganz großes Problem, was ich sehr, sehr häufig sehe, sind so Mindset-Themen. Ne? Vor allem, wenn man halt glaubt, so hey, so wie ich das Ganze mache, ist schon richtig und das ist auch genau so muss es sein. Nur genau bei mir funktioniert es jetzt nicht. So. Das ist eine interessante Aussage. Ja, das ist ja cool. So, und das ist etwas, was man wirklich immer hinterfragen muss. So, okay, warum funktioniert es denn nur bei dir nicht, aber bei allen anderen schon, deiner Meinung nach? Okay, die Frage ist, ob es bei allen anderen auch funktioniert. Also, ja. Also er glaubt, er macht es richtig, aber es funktioniert nicht. Genau, aber es funktioniert nur bei ihm nicht. Ach so, okay. Also genau. Das heißt, das ist so ganz stabil, genau. Wie ein Fels in der Brandung sozusagen. Genau, weil in seiner Gegend kann das ja nicht funktionieren. So. Mhm. Er ist ja erst seit einem Jahr da. Es kann ja gar nicht funktionieren. So, mhm. Also es ist immer irgendjemand oder irgendetwas schuld. Mhm. Spannend. Das ist auf jeden Fall ein Thema, was ich zu 100% unterstreichen kann. Also so nach dem Motto, bei ihm ist alles anders. Bei ihm sind die Voraussetzungen oder die Gegebenheiten deutlich schwieriger als für jeden anderen, sozusagen. Warum lachst du so? Nee, weil ich das lustig finde, weil ich das wirklich sehr oft selber so erlebe. Du machst dich über die Makler lustig, ja? Nein, so einfach so. 0%. Nein, aber es ist ja ein interessanter Punkt, über den man schon mal sprechen sollte. Weil ich frage mich oftmals, also erstmal ist es ist ja okay, Herausforderungen zu haben. Die haben wir auch. Jede Firma auf der Welt hat Herausforderungen. Die Frage ist natürlich, wie bewusst sind einem die eigenen Herausforderungen? Das ist mal Punkt Nummer 1. Egal, ich will jetzt nicht von dem Punkt, aber die Frage, die ich mir stelle, ist das Selbstschutz? Ne? Also wollen die Leute das, weil die Leute sind ja nicht dumm. Die Leute wissen ja, dass wenn sie ein Problem haben, dass sie was ändern müssen. Weißt du, wie ich meine? Was sagst du dazu? Ich muss jetzt Warum lachst du jetzt so? Ja genau, ich muss gerade an gestern Abend denken. Weil irgendwie ist das immer so, also mittlerweile so ganz witzig, so es kommt so ein Thema auf und dann wie gestern Abend auch, werde ich angeguckt, so nach dem Motto, und was sagst du dazu? So, und dann kam dann Onkel Heinz, ja, so, und irgendwie komme ich mir langsam echt vor wie so ein Onkel, ja, so, wie so ein Onkel, der gefragt wird, ja, wie ist es jetzt eigentlich wirklich? Aber ich sag's euch, wie es wirklich ist, weil das ist ein sehr spannendes Thema. Also, zuallererst ist eine Sache, die man mal zu diesen Aussagen machen will, natürlich versucht ja jeder, sich etwas, was nicht funktioniert, zu erklären. Man möchte ja irgendeine Begründung haben. Und das wiederum hat einen ganz simplen, einfachen Hintergrund. Weil wer will schon
im Prinzip, wenn er nicht komplett irre ist, eingestehen, dass er eigentlich Banane im Kopf ist oder dass er falsch liegt oder dass er, ich meine jetzt nicht so dieses, ich gucke in den Spiegel, so ich bin alleine, gucke mir in den Spiegel und sage, eigentlich bist du ein richtiger Pfosten, du bist einfach richtig doof. Das wäre ja schon so, sagen wir mal, ein bisschen selbstzerstörerisch, aber das macht ja im Prinzip keiner. Ja, weil du siehst, in jedem Gespräch oder in jeder Diskussion verteidigen die Leute sich eher, verteidigen ihre Meinung, ob sie richtig oder falsch liegen. Ja. Ne, also letztendlich, und das ist, hat einen ganz einfachen Hintergrund, das ist im Prinzip nichts anderes als, ich will irgendwie, und das ist übrigens der kleinste gemeinsame Nenner, den eigentlich alle Menschen gemeinsam haben, sie wollen irgendwie überleben, sie wollen irgendwie zurechtkommen, ja? Wollen irgendwie durchkommen. Ne? Hast du zum Beispiel auch in Diskussionen, wer verliert schon gerne Diskussionen? Ja. Ne, oder wer verliert schon gerne, sagen wir mal, gegen einen Kunden oder gesteht ein, ja, da habe ich aber jetzt komplett falsch gelegt. Ist übrigens eine Eigenschaft, die wenigen Menschen, und zwar wirklich sehr wenigen Menschen, zuteil wurde, ist das Thema Fehler eingestehen zu können. Mhm. Also da lag ich falsch oder zum Beispiel auch sich entschuldigen zu können für etwas, zu sagen, ey du, sorry, das tut mir leid, das war nicht so gemeint. Das ist wirklich etwas, was eine Eigenschaft ist, die nur wenigen Menschen zuteil geworden ist. Muss man sich hart erarbeiten. Ist nur das Vorwort jetzt. Aber du kannst gerne was sagen. Würdest du sagen, das hat was mit Selbstreflexion zu tun? Das hat was sehr viel damit natürlich zu tun. Also, wie sehe ich mich selber? Mhm. Und kann ich eine Situation, egal welche, anschauen? Also und zwar so anschauen, dass ich mich in der Position sehe, dass ich letztendlich verantwortlich dafür bin, was in meinem Leben passiert und nicht die anderen. Nicht irgendwie, keine Ahnung, was irgendein Politiker, der irgendeine Entscheidung trifft und sagt jetzt hier ABC oder der Bürgermeister da im Ort oder irgendein Gewerbeverein oder irgendwelche anderen Kunden. Ja? Mhm. Sondern ich bin verantwortlich für das, was ich tue. Und ich bin verantwortlich für das, was passiert. Und ich bin auch verantwortlich für all das, was mir im Leben passiert. Ja. Und zwar for all. Also es hat gar nichts, und zwar überhaupt nichts, damit zu tun, dass die Maklerszene, die Branche, an irgendeinem Gebiet hängt. Null, nada, nothing. Genau, darauf wollte ich nämlich zurückkommen. Weil das geht jedem Makler in Deutschland ganz genauso. Ob in München, Hamburg, Berlin, Bonn, Köln, Düsseldorf, Timbuktu oder hast du nicht gesehen. Es ist überall das gleiche Bild. Überall sind viele Makler. Ja, überall haben die Menschen draußen die gleiche Einstellung. Oder viele Menschen haben die Einstellung, Tür aufschließen, dicke Provision kassieren. Das ist überall. Und das ja jetzt schon aus Zielgruppenperspektive. Wir reden ja jetzt aus der Maklerperspektive, genau, was sie von sich selber denken. Also, das wir können ganz klar sagen, das ist ja der Punkt, den du jetzt gerade gemacht hast. Diese Aussage so nach dem Motto, nur bei mir funktioniert das nicht, ist halt totaler Schwachsinn. Okay, Schwachsinn, jetzt muss man wieder sagen. Ist einfach falsche Schlussfolgerung. Genau, und das ist halt das Ding. Ne? Das Ding ist, wir Menschen operieren ja auf Annahmen. Erfahrungen, die wir gesammelt haben. Ja, Erkenntnisse, was wir gesehen, beobachtet haben. Genau, wir haben gewonnen, wir haben verloren. Ja, verlieren ist scheiße. Ne? So, aber man hat ja immer irgendeine Entscheidung, die man daraus trifft. Lass ja nicht vergessen. Ich gewinne oder ich verliere. Und dann treffe ich eine Entscheidung. Ne? Ganz einfaches Thema. Als Kind habe ich Fußball gespielt. Ja, da ist mir einer von der Seite reingerutscht, hat mir das Bein weggehackt, ja. Ich treffe die Entscheidung, ab heute spiele ich nie wieder Fußball, weil Fußball ist scheiße und tut weh. Ja. Zum Beispiel. So ganz simpel. So, jetzt machst du Marketingaktivitäten als Makler, verteilst irgendwelche Flyer, hast natürlich nicht drüber nachgedacht, welche du verteilst, wie du die verteilst, wo du sie genau verteilst, was alles die Gesetze sind, die dazu notwendig sind, um die richtige Vorgehensweise einzuleiten. Du verteilst einfach mal Flyer, weil irgend so ein Honk auf dem Seminar gesagt hat, Flyer verteilen ist gut, hat aber nicht erklärt, wie. Und du sagst jetzt, ich verteile mal Flyer. Ne? So, dann machst du das, 10.000 Stück, nichts passiert. So. Jetzt hast du aber natürlich auch ein paar tausend Euro ausgegeben
Und jetzt sagst du, scheiße. Funktioniert ja nicht bei mir. Funktioniert ja nicht bei mir. Habe ich schon alles gemacht. Habe ich ja schon alles gemacht und immer wieder. Und wenn du dann hinterfragst, sag, wie oft hast du es denn gemacht? Ja, einmal. Ja, das ist immer die Antwort. Ne, oder was, zweimal aber, oder dreimal. Aber jetzt will ich, also das 100%. Was sind denn so die Dinge, die du dazu noch erlebst zu dem Thema? Zum Thema Flyer? Nee, generell. Zum Thema Problemstellung, Herausforderung. Was sind so oft Aussagen, die man immer wieder hört? Naja, also ich finde, was ich aktuell erkenne, ist, dass die Leute sehr, sehr eingefahren sind in dem, was die tun. Ne, also die sind mehr oder viele Leute sind gar nicht offen für neue Dinge, beziehungsweise wenn jetzt mal was Neues kommt, dann wird es direkt unterm Tisch gekehrt, so ey, nee, das kann ja gar nicht funktionieren, so. Das ist halt das Gleiche, wie wenn ich meinem Vater jetzt versuche zu erklären, wie man ein MacBook richtig bedient, so, der hat nie irgendwie mit einem MacBook gearbeitet und er sagt, brauche ich auch alles gar nicht, ne, weil das funktioniert ja auch. Und genau das sehe ich auch hier. Wenn irgendetwas Neues kommt, wenn man irgendwelche neuen Ideen mit einwirft, neue Möglichkeiten, das ist automatisch, nee, das kann ja gar nicht funktionieren. Mhm. So. Also dieses Pauschalisieren und wieder beim Thema auf Basis von Annahmen Schlüsse zu ziehen, so nach dem Motto, geht nicht. Ja, oder ich habe es ja schon gemacht. Ich habe es ja schon gemacht, aber dann ist ja die Frage, was hast du denn überhaupt gemacht? So. Wie genau bist du denn rangegangen? Weil man kann ja Flyer verteilen und man kann Flyer verteilen. Ja. So. Okay, das ist ja auch ganz interessant. Man muss natürlich sich hier auch wieder mal so ein paar Fragen stellen. Das Ding ist ja, aus welcher Perspektive heraus sagt die einzelne Person, ist alles gut so, wie es ist. Das sagt ja in der Regel der Zufriedene. Ne? In der Regel sagt der Zufriedene das. Also dieses, ich würde auch dieses Neue gar nicht, weil im Prinzip gibt es wirklich so super neue Sachen, Fragezeichen, Fragezeichen. Ich würde es mal Innovationen nennen, andere Herangehensweisen. Andere Durchführung, Prozesse, was auch immer. Ich sehe da eine ganz, ganz wichtige Sache. Das Leben besteht aus bestimmten Zyklen. Ja? Und wenn man mal so hinschaut und sagt so, wie ist denn so ein Tag, ja, so ein Tag von einem Kind, ja, von so einem kleinen Kind. Das kleine Kind hat ja überhaupt keine Betrachtung auf irgendwas, ja. Wacht morgens auf, fängt schon an, da irgendwie bei ihren, keine Ahnung was, Ritterbogen zu spielen, ja. Vor der Schule, dann geht es in die Schule, dann kommst du nach Hause, dann muss schon direkt wieder was anderes passieren. Also da ist Action, okay? Also bei einem Kind, wenn es, sagen wir mal, ein halbwegs normales Kind ist, ist Action. Und der Punkt ist, wie ist das denn bei den Erwachsenen? So, jemand, der jetzt als Makler arbeitet und der hat jetzt vielleicht so, nehmen wir mal das Thema Empfehlungen, eine Sache gefunden, die ihm irgendwie so ein bisschen Saft gibt, ne, wo so ein bisschen was passiert. Das ist ja in dem Moment steigen, also man könnte fast sagen, das ist so fast wie so eine Art Langeweile, weißt du, so langweilig. Aber es ist doch cool, es läuft. Das heißt, die Aufmerksamkeit von diesen Menschen wird sehr schnell eigentlich in ganz andere Bereiche reingesteckt. Familie, regelmäßig meinen Urlaub machen, ja, so, weißt du? Ja. Und die Aufmerksamkeit da, wo eigentlich der Saft herkommt, nämlich aus der Company und ne, aus einer Firma, aus meinem tagtäglichen Tun, da, wo ich die Aufmerksamkeit draufhalten sollte und vielleicht sogar erhöhen müsste, damit es eben langfristig richtig gut funktioniert, da wird eigentlich die Aufmerksamkeit rausgezogen, weil es ja irgendwie so ganz gut läuft. Ja. Und das Ding ist, wenn man etwas, also so richtig kreativ ist, an einer Sache arbeitet, passiert meistens dann, wenn man in so einer gewissen Not ist oder so, weißt du, wenn es so ein bisschen droht, nicht zu funktionieren, dann werden die Leute auf einmal wieder wach. Weil dann müssen sie was tun, dann müssen sie agieren. Ja. Und das ist aber eigentlich genau falsch. Ja, weil da, wo es läuft, da musst du eigentlich den Gashahn aufdrehen, da werden aber die meisten sehr gemütlich. Und da, wo dann die Not ist, ne, da, wo die Not ist, dann werden sie auf einmal wach, aber dann fehlt ihnen die Kohle, was zu tun. Ja, sehr, 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 verstehst sehr richtig. Ja. Dann fehlt ihnen einfach die Money. Das heißt, jetzt habe ich ja kein Geld, jetzt kann ich ja nichts machen, ich kann keine Werbung machen, ich kann kein Coaching buchen, bla, bla, bla. Aber, und das haben wir gerade letztens noch gehabt, ja, dass jemand irgendwie
vor einem Jahr gestartet ist, ein paar Umsätze gemacht hat, ja, und dann hat er sich erstmal die ganze Kohle gepackt, erstmal nach Dubai, hat sich eine Karre gekauft, hat erstmal ein schönes Leben gemacht, jetzt ist er pleite. Ja, so, das ist natürlich richtig, das ist natürlich schon dumm wie ein Eimer. Ne? Also 10 Stück von denen kannst du schon ineinander stellen, so hohl ist das, ja. Aber das ist halt das, wie es draußen häufig stattfindet. In dem Moment, wo es läuft, dann fange ich an, Fehler zu machen. 100%. Das ist aber ja jetzt schon so aus sehr belehrender Sicht, wie es richtig wäre. Ich will aber nochmal zurück eine Stufe davor. Ich sage, und das stelle ich auch oft fest, dass es ist gesplittet. 50% der Leute, die sagen, sie sind zufrieden, sind zufrieden, genau aus den Gründen, wie was du gerade erklärt hast. 50% sagen es aber nur als Schutz, weil sie nicht zugeben wollen, wie scheiße es eigentlich läuft. Oder? Kann ich nur bestätigen. Also ich kriege das sehr, sehr häufig auch mit, so hey, eigentlich ist ja alles super, eigentlich funktioniert es ja. Ja, klar. Genau, also diese, ich sage, diese Zufriedenheit, 50% sind genau das, was du gerade sagst. Und 50% sind aus Selbstschutz, weil sie einfach nicht die Wahrheit vertragen können. Klar. Oder nicht? Klar. Warum lachst du? Was logisch ist. Weil es auch wieder voll klar ist. Weil schau mal, guck mal, das sind Menschen, die haben ein Problem, Hilfe anzunehmen. Das sind einfach Menschen, die wollen keine Hilfe annehmen. Ja. Die wollen sich natürlich, das Ding, was macht man mit denen, mit den Leuten? Also erstmal auch wieder, wenn jemand in seinem Leben irgendwo eine Situation hatte oder mehrere, wo er vielleicht Hilfe gebraucht hätte, die aber nicht bekommen hat oder das in die Hose gegangen ist, dann ist auch wieder so ein Entscheidungsding, dass man sagt, ich will mir nicht mehr helfen lassen. Weil dann ist das Ding, das hat nicht geklappt, das hat nicht funktioniert. Und dann baut man sich so, ich sag mal, so einen Panzer, ne, so einen Schutzpanzer auf, der entweder, die eine sagt, die machen dann einen auf kritisch, ne, die zweifeln dich an, ja, also Mara, das funktioniert doch alles nicht, was du da erzählst. Ne? So, das sind die Typen. Die anderen, die sagen dann einfach, weil sie das sich gar nicht trauen, die lassen sich dann, ja, bei mir ist alles cool, bei mir ist alles supi, ne? Sterben aber innerlich sozusagen. Ne? So, oder sie sagen, ja, das ist alles voll geil, machen aber trotzdem nichts. Ja, ja, das. Also diese neutral. Logisch, ne? Es gibt natürlich auch diejenigen, die sagen, ja, kenne ich alles schon, weiß ich schon, ne? Ja, das sind die Besten, also, die liebe ich. Grundsätzlich ist halt eine Sache. Du kannst. Ja, es ist lustig, man kann sich auch darüber belustigen. Am Ende ist es ja tatsächlich schon eine echt ernste Sache, ne? Also, ja, es ist sehr das ernst. Ist ja das ist ja schon fast ein gesellschaftliches Problem, dass ganz offensichtliche Dinge lösbar sind. Ja, aber keiner bereit ist, eigentlich dahin zu schauen und das wirklich anzugehen, das Thema. Ne, also das Fass machen wir jetzt nicht auf, aber hätte ich schon mal Spaß drauf, auch mal eine andere Podcast-Folge hier zu machen. Weil das ist schon eigentlich echt dramatisch, weil der Zustand unserer Gesellschaft und vor allen Dingen auch, ob das der Wirtschaft ist, Kleinselbstständige und so weiter, ist ja genau das, dass Leute Dinge tun oder tun wollen, von denen sie eigentlich gar keine Ahnung haben. Ja. Also so Impuls, ne, so Impulsdinge und müssten normalerweise erstmal eine Ausbildung oder Wissen und gelehrt, angelernt werden, um das dann auch wirklich zuverlässig zu tun. Weil das sind ja genau auch die Leute, um es mal ganz Klartext, wie heißt unser schöner Spruch, ich sag's euch, wie es ist. Ja. Am Ende sind das genau die Dilettanten, die Inkompetenten, die dann beim Kunden sitzen und Immobilien zu Wunschpreisen in die Portale reinstellen und die Portale sind voll mit Klamauk-Objekten am Ende des Tages, ne, wo du einfach sagst, sind ja eigentlich komplett irre, was stimmt hier nicht? Ne? Ja. So, das ist halt, also so belustigend es sein könnte auf der anderen Seite, so ernst ist es wirklich, weil das hat was mit dem Zustand zu tun der Leute. Und der ist schon nicht, das ist nicht witzig, wenn Leute sich nicht in der Lage sind zu helfen, weil das sind auch die, die gehen nicht zum Arzt, ne, die sind kurz vorm Herzinfarkt, ne, und müssten eigentlich nach aller Regel der Vernunft mal zum Arzt gehen, tun das aber nicht. Ne, und wie viele ältere Menschen gerade, ne, die, was auch immer, ob das Prostata ist oder Herz oder whatever, die müssten im Prinzip versorgt werden, tun das aber einfach nicht. Ja. Ne? Und das kann man so im gesellschaftlichen
auch auf unternehmerischer Ebene beobachten, ne? Ja, arbeiten sich tot, arbeiten sich kaputt, weil sie gar nicht in der Lage sind, anderen Verantwortung zu übertragen, Aufgaben zu delegieren, ne? Und wollen niemals einen Mitarbeiter einstellen, auch wieder so ein komplett komisches Ding, ne? Aber that's it, das ist es einfach, ne? So ja. Ist es. Und wir versuchen das zu ändern, versuchen den Leuten da zu helfen. Aber eine Sache kannst du nicht verändern. Oder kannst du schon verändern, aber die muss halt da sein. Das ist, die Person muss wollen. Die muss bereit sein. Also eine gewisse, ne, weißt du, so Bereitschaft was und Wollen. Was würdest du sagen, wie viel Prozent wollen ist, also von wie viel Prozent der Calls ist diese Bereitschaft wirklich vorhanden? Ja, also man muss ja schon mal, ich würde noch mal kurz zurück. Ich würde noch mal kurz zurückgehen auf das, was du vorhin gesagt hast. Wie viele der Leute wissen denn überhaupt, was sie da tun? Und das ist auch eine sehr, sehr spannende Frage. Weil wenn ich die Leute in den Gesprächen mal frage, so hey, auf Basis welcher Daten hast du denn überhaupt die und die Aktion gemacht oder die und diese Maßnahme? Dann sagen die, ja, also Bauchgefühl, okay. Oder ja, hat mir mein Nachbar gesagt. Oder ja, hat mir mein bester Freund gesagt. Und dann stellt sich also die Frage, okay, ist das denn eine Aussage, worauf man auch zählen kann? So, ist es jemand, der auch überhaupt mit diesem Geschäft irgendwie was zu tun hat? So. Und vor allem, selbst wenn sie zu tun hat, ist es auch eine Person, die da ist, wo du hin willst. Weil du kannst ja, es ist ja auch so ein Klassiker, die Leute coachen sich da irgendwie untereinander teilweise, ja. Wirklich, das wäre so, als wenn ich jetzt die Champions League gewinnen will, dann spreche ich jetzt mit einem Kreisligaspieler darüber. Was bringt mir das? Du musst mit jemandem reden, der die schon dreimal gewonnen hat. Weißt du, wie ich meine? Okay, also ich würde mal was anderes sagen, was einfach das Ding ist. Was und das ist schon, es gibt, das Thema ist wirklich, das hat ja was mit Vernunft zu tun. Das ist man so vernünftig, ja, und eben man trifft eine Entscheidung, weil man einfach sich eine Sache wirklich angeguckt hat, ne, weil man Daten gesammelt hat, ne. Wir sagen ja immer so, du musst ein datengetriebener Superstar werden, ne. Einfach wirklich Dinge vernünftig sich an, was heißt noch lange nicht, wenn man sich Dinge vernünftig anschaut, dass man dann auch daraus schlussfolgernd eine vernünftige Auswertung machen kann. Weil du musst ja beides können. Hier ein kleiner, kurzes Beispiel aus dem Coaching von heute. Also wir haben zum Beispiel eine sehr, sehr coole Tabelle bei uns im Coaching. Die ist sehr cool. Und zwar ist das eine Vertriebsplanung. Und dann kannst du halt oben eingeben, die Summe, so das und das will ich erreichen. Und dann zeigt das Programm dir ganz genau, was du jetzt tun musst dafür. Also anhand von Zahlen und so weiter, die kannst du halt alle eingeben. Und da ist zum Beispiel eine Sache, die allein sehr, das ist schon der goldene Schlüssel, ja, nach dem viele ist, suchen. Also das Ding ist wirklich obergeil, ja. So, und dann, das ist wirklich sehr, sehr cool. Und ich habe halt heute im Live-Call das nochmal so wirklich detailliert erklärt und was eigentlich so die Hebel sind. Und also die waren schon sehr überrascht, das muss ich schon sagen. Und das Ding ist, du kannst halt genau, sagen wir mal, wie das Beispiel heute Morgen war, 1,2 Millionen Umsatz in den nächsten 12 Monaten. Und dann haben wir genau ausgerechnet, wie viel Immobilien muss er im Durchschnitt in seinem Bestand online haben, um das Ziel zu erreichen, bei den entsprechenden Quoten, die er hat, und so weiter. War das verständlich? Ja. Pass auf. Und dann habe ich, und dann kam halt irgendwie unten so 470 Leads raus, die man braucht, um das Target da oben zu erreichen. Mhm. Und dann zum Thema Daten und Auswertung von Daten. Und du weißt ja, ich bin da sehr, sehr schnell, was das angeht. Und er sagt so, jetzt lass uns doch mal folgende Hypothese aufwerfen. Und zwar, was sind denn eigentlich die Hebel im Maklerspiel? Die Hebel. Und die Hebel sind Quoten. Ja, das ist eben. Ja, Moment, ja, ja. Jetzt pass auf. Jetzt, wir waren jetzt bei 10 bzw. 20% Quote von Lead auf Termin. Okay, weil du musst ja die Leute qualifizieren, du musst ja, da rufen auch Leute an, ja, wer die Ermittlung haben, ne? Und die sind noch nicht bereit, die wollen noch nicht, irgendwann später und so weiter. Das ist aber auch nur 20% von den reinkommenden Leads, angenommen, dass die wirklich Qualifizierungsstandard sind. Ne? Okay, so. Und da habe ich gesagt, jetzt stellt euch mal Folgendes vor. Die Leute wissen ja teilweise gar nicht, was Qualifizierungsstandard bedeutet. Ja, also jemand, der kann, lass uns gar nicht. Doch. Will, kann, jetzt. Punkt.
Will, kann, jetzt, reicht ja schon. Mhm. Also das sollte eigentlich jeder verstehen. So, pass auf. Jetzt habe ich gesagt, und das war wirklich, ich find's, also die, das war schon geil. Dann habe ich gesagt, jetzt stell dir mal vor, nur mal so, du wärst jetzt ein Makler, der wirklich 4, 5, 6 Mal im Monat zum Notar geht. Können ja mal unsere Zuschauer überprüfen, wer geht 4, 5, 6 Mal im Monat zum Notar. Du kommunizierst in Perfektion, und zwar so, wie wir das den Leuten beibringen, in Perfektion, die Ergebnisse, Testimonials, baust das in dein Marketing ein. Du hast ein gutes Marketing, okay? Meine Frage ist, und wenn du jetzt zum Beispiel ein paar coole Typen hast, die dich auch wiederum sehr cool finden, also ein paar coole Typen, die dich cool finden, und die sagen, der Leon, das ist hier der Makler. Wenn du deine Bude verkaufen willst, dann musst du zu dem gehen. Und das sind wiederum Typen, die auf der Gruppe von Menschen sitzen, die mit Immobilien zu tun haben. Frage, um wie viel Prozent, kleine Denksportaufgabe für unsere Zuschauer, um wie viel Prozent würde sich die Quote von 20 auf x Prozent anheben? War meine Frage. Also ich sag auf locker 80%. Sagen wir nur mal 50%. Okay? So, und jetzt haben wir heute drüber geredet, genau, ja, über das Gleiche. Also das heißt, wir reden über das Thema coole Brand. Und zwar, ich meine nicht wieder jetzt, du bist der Marketing-Heino, ja, der draußen rumläuft und meint, er wäre der Coolste, also jetzt aber nicht bringt nichts. Ne? Nicht der Marktschreier, sondern wirklich qualitativ. Leute, die was können, ja? Also okay. Ja. Weiß, was du meinst. Ich hätte jetzt gerade beinahe einen Spaß gemacht, aber egal. Verkneife ich mir. So. Also, so. Jetzt habe ich gesagt, was ist denn der nächste Hebel? Was ist der nächste Hebel? Also die Brand, weil Vertrieb ist ja nichts anderes als am Ende des Tages, wenn der Kunde anruft und er schon gekauft hat. Also eigentlich ruft er an und sagt, ich will mit Marat und Leon, die sollen meine Immobilie verkaufen. Ich will mit denen arbeiten, weil die sind toll. Das ist Duo, die Typen sind cool. Der eine ist sportlich, der andere sieht gut aus oder bald umgedreht. Ja, aber so, das sind meine beiden Typen, die sollen mein Haus verkaufen. Und die Entscheidung hat er eigentlich schon getroffen. Das ist smart. Und das schaffst du natürlich durch eine coole Brand. Ja. Okay, der zweite Hebel ist die Einkaufsquote. Das heißt, der sitzt jetzt beim Kunden und der holt jetzt anstatt 50%, weil er es ja in der Lage ist, ne, das gut. Und der 80% rein. Gut, da hat ja auch die Brand großen Einfluss drauf auf die Einkaufsquote. Absolut. Ne, also ganz sehr klar. großen Einfluss. Ganz, ganz klare Sache. So, und das ist halt etwas, wo ich jetzt, da können wir es auch an der Stelle schon wieder zumachen, den Deckel. Wir wollen ja nicht zu viel verraten, aber so viel sei gesagt. Es gibt halt wirklich Stellschrauben und die haben halt mit guten Informationen zu tun. Die haben mit guten Daten zu tun. Richtigen Vorgehensweisen. Exakt. Wirklich, dass du wirklich weißt, und vor allen Dingen auch lernst, es zu kapieren, wie das wirklich funktioniert. Wie baue ich mich denn als exzellenten und kompetenten Makler da draußen wirklich auf? Ja, was muss ich dafür tun? Das ist doch das, worum was es geht. 100%. Ja, und dafür musst du, und jetzt kommt wieder der Punkt, dafür musst du aber, Marat, Bock haben, das Spiel zu spielen. Und das schaffst du halt eben nicht, indem du da, sorry, dass ich es mal so sagen, so knallhart sage, dass du da in deinem Büro sitzt und da irgendwie oder in den Wald gehst und Pilze schubst oder irgendwie sowas, sondern sagst hier, komm, das ist ein Business, das nehme ich ernst und ich will hier was bewegen an meinem Standort. Ja, absolut. Ne? Und nicht so, weißt du, so Hobbymakeln und klar, so ein Zeug. Ne? Klar. Die gute Botschaft ist, es gibt aber genug von denen. Es gibt genug von denen. Ja. Nur, die müssen sich noch mehr zeigen. Und ja, sich trauen und sich auch trauen, was zu tun. Also es ist jetzt nicht einfach nur zu sagen, so hey, ja, ich bin bereit, was zu tun, sondern auch wirklich rausgehen und was machen. Ja, weil bis zum bestimmten Zeitpunkt hat denen vielleicht das Werkzeug gefehlt. Jetzt haben die aber das Werkzeug und alles, was sie brauchen. Und jetzt liegt es ja nur noch an den Leuten, rauszugehen und umzusetzen. Ja, genau. Und was ich auch ganz interessant finde, ich habe mit einem Kunden die Tage gesprochen, am Wochenende auch kurz, also das heißt, ich telefoniere auch schon am Wochenende mit meinen Kunden, aber das Ding war, da ging es um generell Akquise.
Und er sagte, boah, irgendwo habe ich da einfach irgendwo irgendwas blockiert mich, ja? So. Kann ich ja verstehen, kann ja passieren. Ne? Und dann habe ich ihm nochmal eine Sache erklärt. Wenn man ein Problem, also erstmal war die Situation, dass er mit seiner Partnerin eine Aufteilung der Rollen hatte, wo ich so kurz überlegt habe, ich sage, warum machst du das? Und das hat die Frage alleine hat ihn schon eigentlich getriggert, ja, weil er gesagt hat, warum, also ich habe es direkt gecheckt, er wollte irgendwie, das war so ein Dribbler-Move, ne? So nach dem Motto, ich mach das, weil auf das andere habe ich keinen Bock, ne? Und wir teilen das mal so auf, ne? Und ich habe es direkt gecheckt. So, und das war auch ganz lustig. Er hat es nämlich auch gecheckt, dass ich es gecheckt habe. Und dann hat es bei ihm so gerattert, ne? So nach dem, also erwischt. Weißt du, ich hab ihn erwischt. Ich glaube, ich weiß, wie du komplett meinst. Komplett überführt, ne? Und dann hat er mich auch angeschrieben danach. Und wir haben ja ein gutes Verhältnis zu unseren Kunden, sodass man natürlich auch offen miteinander sein kann. Und ich habe ihn dann tatsächlich erwischt. Ne? Und dann sagt er, und dann habe ich ihm eine Sache gesagt. Ich sage, schau, wenn du eine Sache, eine Herausforderung, wenn du die dich wirklich in der Tiefe konfrontierst, anschaust, nenn es wie du es willst, ja, dich wirklich drauf gehst, was ist eigentlich das wirkliche Problem dahinter? Und hör einfach mal auf, dir jede Scheiße schön zu reden. Ja, das ist einfach so, weißt du, dieses Ding, ach, Friede, Freude, Eierkuchen, alles ist Friede, Freude, Eierkuchen. Aber komischerweise, wenn sie zu Hause sind, ja, und alleine sind, dann fangen sie an zu heulen. Aber sobald irgendwie ein anderer in der Gegend ist, dann ist alles Friede, Freude, Eierkuchen. Die Typen habe ich gefressen. Friede, Freude, Eierkuchen-Typen, das sind nämlich genau die, ja, das sind genau die, die nichts auf die Kette kriegen. Aber gar nichts. So. Und dieser Typ, mit dem ich gesprochen habe, ist kein Friede, Freude, Eierkuchen-Typ, sondern der hat halt schon direkt begriffen, scheiße, das war nicht gut. Und dann habe ich ihm gesagt, pass auf, wenn du ein Problem nicht wirklich reflektierst, drauf gehst und ehrlich zu, ich sag's mal wirklich so, wie es ist, ehrlich zu dir bist, was verdammt nochmal du an dem Problem, wo du jetzt hier drumrum dribbeln willst, dann wird das größer. Das Scheißproblem wird nie kleiner. Das wird immer größer. Also musst du da drauf. Und wenn du drauf gehst, dann wird es kleiner. Und ja. Es löst sich in Luft auf. Es löst sich sofort in Luft auf. Das keine 48 Stunden später hat er mich angerufen. Ich sage, Heinz, ich habe mir das ganze Modul noch mal reingezogen. Ich habe es mir noch mal reingezogen und auf einmal hat es Klick gemacht. Ich habe es gecheckt. Ja, das ist wie wenn du einen Steinschlag in der Windschutzscheibe hast, der wird niemals kleiner, wenn du nichts machst, der wird größer. Ganz genau, das ist das so, Ding. Die, ja. Die Risse werden, die ne? Risse Broken werden. Window-Theorie. Ja, genau. Ja, genau. Da drauf, und das ist halt eben, ich sag jetzt mal, das machen halt die coolen Leute, das machen die coolen Frauen, das machen die coolen Typen, die stellen sich eben der Realität. Die stellen sich der Wahrheit, wenn sie Scheiße am Start haben, und woran kannst du das feststellen, ja? Wenn nur mal so ein paar kleine Hinweise. Du kannst das, wenn deine Finanzen nicht wirklich in Ordnung sind, Indikator. Wenn deine Statistik, also ne, deine Umsätze, wenn die nicht stabil sind, bestes Zeichen dafür. Wenn du jahrelang Makler bist und du noch immer irgendwo ein Problem hast, Akquise, Einkauf oder Verkauf, ist ein Indikator dafür. Wenn du hier und da regelmäßig dich müde, ausgelaugt, schlapp, oder vielleicht auch öfter mal krank wirst, nächster Indikator dafür. Ja, wenn du ansonsten einfach irgendwo um dich und in deinem whole fucking scheiß Leben Probleme hast, ja, und irgendwas nicht rund läuft, dann läuft was schief, Punkt. Dann läuft was schief, weil glatt laufen ist ja was anderes und gut laufen ist was anderes. Und das können die Leute nicht anschauen. Das gucken sie sich nicht an. Verstehst du? Ja. Ist da Stabilität? Ist da, habe ich Power? Bin ich powerful? Habe ich Dynamik? Oder schleppe ich mich eigentlich mehr oder weniger nur so durch den Tag? Gute Botschaft ist, kann man alles lösen, kann man alles im Griff kriegen, muss man auch sich nicht ein Jahr lang auf die Couch legen, sondern das kann man machen, wenn man die richtigen Ziele vor Augen hat. Ja? Wenn man auch die richtigen Fähigkeiten entwickelt, Probleme wirklich zu lösen. Ja? Und dafür braucht es einfach, wie immer, das kann man eigentlich in der Dauerschleife nicht oft genug sagen, vernünftiges Wissen. Man muss es kapieren, dieses Wissen. Und die Dinge lernen sich manchmal nicht von alleine. Man braucht auch gute Anleitung. Ne? Also es könnten die Kinder sich ja auch selber ausbilden.
Gut, mit den Lehrern funktioniert es leider auch nicht, aber bei den ein oder anderen Schulen funktioniert es schon. Ne? Und vor allen Dingen eine Umsetzung. Yes. That's it. Das ist eigentlich das Ding. Gut, dann würde ich sagen, haben wir es für heute. Für heute. Gutes Schlusswort. In dem Sinne. Arrivederci. Tragt euch ein. Ciao, ciao.